Sie ist die kleinste Armee der Welt. Seit 500 Jahren schützt die Schweizer Garde das Leben des Papstes. Morgenappell im Kasernenhof. Die Garde feiert Geburtstag. Thomas Laternser ist einer von 110 Schweizer Gardisten. Mit ihrem Leben schützen sie das Oberhaupt der katholischen Kirche. Sie sind die Wächter des Papstes. Eine verschlafene Kleinstadt am Vierwaldstätter See, Ende November. Hier wohnt Thomas Laternser. 800 Kilometer sind es bis nach Rom. Thomas soll morgen seinen Dienst im Vatikan antreten. Er ist römisch-katholisch, ledig und war bei der Schweizer Armee. Damit erfüllt er die Aufnahmekriterien der Schweizer Garde. Aus Rom hat er einen Packzettel bekommen. Sogar eine Gasmaske soll Thomas mitnehmen. Die Schweizer Garde, für den gelernten Maler ein Abenteuer und ein beruflicher Neuanfang. Das ist eine gute Chance für mich, etwas Neues zu sehen auch. Eine neue Kultur, neue Sprache, wieder bei Null anzufangen halt, oder? Und sich wieder neu zu beweisen, oder? Seine Grenzen neu kennenzulernen. Was, Thomas? Alles Gute. He? Zu Thomas' Abschied hat Vater Paul seinen besten Wein aus dem Keller geholt und ein Festessen gekocht. Die Eltern unterstützen ihren Sohn. Wir sind hier einen so beschaulichen Kreis. Alles läuft in Butter. Die Mutter schaut für alles, der Vater schaut für alles. Und irgendeinmal muss man das Leben spüren, nicht? Und bis jetzt, sage ich, hat er das Leben nicht gespürt. Ob Sie sich so eine Maßnahme vorstellen können? Zur selben Zeit im Quartier der Schweizer Garde im Vatikan. Briefing der Offiziere. Kommandant Elmar Mäder hat Wichtiges zu besprechen mit seinen Leuten. Die Ankunft der Rekruten steht bevor und die Feierlichkeiten zum 500. Jubiläum. Kurz vor Dienstantritt der Neuen wird ein Gardist verabschiedet. Nach 2 Jahren geht Stefan Mettler zurück in die Schweiz. Vom Kommandanten bekommt er sein Abschlusszeugnis. Unter Mäders Führung hat die Schweizer Garde wieder die Sollstärke von 110 Mann erreicht. Ein Drittel der Gardisten scheidet jedes Jahr aus. Für sie muss Mäder ständig neue Leute gewinnen. Ganze Kerle. Man muss sich über Wasser halten, über längere Stunden allein irgendwo im Palast, darf nicht schlafen. Es ist auch die Ferne der Heimat, die zu überwinden ist. Das verlangt auch psychisch was. Das Materiallager der Garde. Letzte Vorbereitungen für die Rekruten. Von Adrian Ambord bekommen sie die Grundausrüstung. Putz und Flickzeug für Schuhe und Uniform. Nebenan die Waffenkammer, das Allerheiligste der Schweizer Garde. Historische und moderne Waffen. Die Schweizer Sturmgewehre werden nur im Verteidigungsfall eingesetzt. Denn angreifen darf die Garde niemals. Man hat schon Schusswaffen, aber man hält sie einfach ein bisschen diskret. Man hat sie auf den Dienstposten eingeschlossen. Wenn es so weit sein sollte, dass man sie brauchen würde, kann man sie jederzeit herausnehmen. Auch auf den Befehl des Kommandanten, wenn etwas sein sollte. Aber ansonsten hält man sich sehr strikt zurück mit den Schusswaffen. Abschied von der Heimat.
Mit der Seilbahn geht es in die Berge, hoch oben über Stans. Thomas und Mirjam sind hier oft spazieren gegangen, wenn sie allein sein wollten. Seine Entscheidung, für 2 Jahre nach Rom zu gehen, kann sie nur schwer verstehen. Aber Mirjam respektiert den Entschluss ihres Freundes. Bald schon gehört Thomas zur traditionsreichsten Armee der Welt. 1506. Mit einem Brief beruft Papst Julius II. Schweizer Söldner nach Rom zu seinem Schutz. Schon damals tragen die Gardisten die Wappenfarben der Medici-Päpste: Rot, Gelb, Blau. Die Feuertaufe der Schweizer Garde am 6. Mai 1527. Landsknechte Kaiser Karls V. plündern Rom. Über einen Geheimgang retten Schweizer Gardisten den Papst in die Engelsburg. 147 Gardisten fallen im Kampf. Der Gründungsmythos der Garde. Der 6. Mai. Seit Jahrhunderten werden an diesem Tag die neuen Rekruten vereidigt. Die Zeremonie im Damasushof folgt immer denselben Regeln. Die Rekruten versprechen im Ernstfall, ihr Leben zu geben für den Papst. Im letzten Jahr war es erstmals Papst Benedikt XVI., der seine Beschützer anschließend persönlich begrüßte. Seit den ersten Stunden meines Pontifikats steht hier die Schweizer Gardisten. In seiner Ansprache dankt er für ihren treuen Dienst. Der deutsche Papst lobt seine Gardisten dafür, dass sie ihn auf Schritt und Tritt begleiten, damit er, frei von Sorgen um die eigene Sicherheit, seinen Auftrag erfüllen könne. GSP, Guardia Svizzera Pontificia. Nur das Kürzel verrät, dass er ein Abgesandter des Papstes ist. Korporal Urs Breitenmoser wartet auf die neuen Rekruten. Der Flieger aus Zürich ist pünktlich gelandet. An Bord hat Thomas einen anderen Rekruten getroffen. Nach der Ankunft geht alles ganz schnell. Schon am ersten Tag wartet ein prall gefülltes Programm. Es hat schon ein bisschen gekitzelt, so Nervenkitzel hat es schon eine, ja. Aber sonst, ich bin gespannt, wie es ausschaut jetzt in der Zukunft. Thomas war noch nie in Rom, für mindestens 2 Jahre seine Heimat. Ein erster Blick auf den Petersdom, ein erhebender Moment für den 21-Jährigen. Durch das St. Anna-Tor geht es hinein in den Vatikan. Der Vatikan, mit einem halben Quadratkilometer der kleinste Staat der Welt. Das Zentrum der katholischen Kirche. Die prächtige Petersbasilika, erbaut über dem Grab des heiligen Petrus. In seiner Nachfolge regiert der Pontifex Maximus wie ein absoluter Monarch. Für Thomas beginnt der erste Tag als Rekrut im Materiallager der Garde. Sind für die Sommeruniform und wird später bekommen. Hier holt er sich seine Grundausstattung. Die noch eine Weile lang im Schrank behalten. 3 Paar Schuhe bekommt jeder Rekrut. Adrian Ambord weiß, worauf es ankommt beim Material. Die Sohle ist auch entscheidend, weil wenn wir dann die Beine zusammenschlagen, also die Hacken zusammenschlagen, dann soll es ein bisschen lärmen, oder? Und ist auch das wichtig, dass nicht gleich beim ersten Mal mit zusammenschlagen die Füße, dass dann die Absätze herumfliegen, dass sie dann abbrechen, das ist jetzt auch schon gegeben. Noch sind sie mit Namen gekennzeichnet. Doch schon bald müssen die Rekruten ihre Hellebarde ohne Hilfe erkennen. Und ich hoffe, dass er schon nach 2 Jahren, wenn er heimgeht, diejenigen, die auch schon heimgehen. Die spätmittelalterliche Stangenwaffe ist die Braut des Schweizer Gardisten.
Sie ist allein zum Repräsentieren da. Das, was wir da gefunden haben, haben wir nachher mit dem Teil hier abgeschlagen. Also sehr primitive Waffen. Also in Noch tragen Thomas und seine Kameraden die Hellebarde mit der Spitze voraus. Eigentlich verboten, aber am ersten Tag wissen sie es nicht besser. Die Mensa, mehr als ein Ort zum Essen. Gegessen wird jeweils in zwei Schichten. An der Futterkrippe gelten besondere Regeln. Hier wollen die Gardisten unter sich sein. Ein paar Minuten Privatsphäre im Gardealltag. Am Anfang, wir werden dann bereits morgen Gelegenheit haben von Gebäuden, auf den Posten, die verschiedenen Arten. Kommandant Elmar Mäder begrüßt Thomas und seine Kameraden. Per Handschlag. In der Schweizer Garde geht es familiärer zu als in anderen Armeen. Ich möchte Ihnen meine Kader vorstellen. Das erste Mal mein Stellvertreter. Die Führungsoffiziere, hier Kader genannt, erwarten viel vom Nachwuchs. Dass sie sich als Gardisten fühlen und dass sie sich eben auch was zutrauen. Es geht mir sehr stark darum, den jungen Leuten auch das Selbstbewusstsein zu fördern. Nicht so weit, dass es zur Arroganz wird, aber eben, das ist ja, ich traue mir was zu. Wir haben euch auch ausgewählt darum, weil wir euch was zutrauen. Also nicht, wir haben nicht irgendwelche Leute von der Straße weggenommen, sondern wir trauen euch was zu und das sollt ihr jetzt zeigen. Sie haben ihre Rekrutenschule lange hinter sich. Antreten zur Generalprobe. Jeder Handgriff muss sitzen. Ein wichtiger Gast kommt heute zum Papst. Da soll sich die Truppe von ihrer besten Seite zeigen. Im Schneckentempo durch den Papstpalast. Jede Eile würde die ehrwürdige Stille nur stören. Heute kommt der neue philippinische Botschafter in den Vatikan. Der Besucher aus dem katholischsten Land Asiens wird mit allen protokollarischen Ehren empfangen. In der Rekrutenschule wird es langsam ernst. Exerzieren, das A und O der vierwöchigen Grundausbildung. Thomas und seine Kameraden sollen sich mit der Hellebarde vertraut machen. 2 Meter Holz und Metall müssen erstmal beherrscht werden. Die Neuen tun sich schwer mit dem Gerät. Immer wieder greifen die Ausbilder korrigierend ein. Die Hellebarde fühlt sich komisch an, es ist ein bisschen ein komisches Gefühl, man hat da etwas mehr, wo man nachdenken muss. Man war vor allem vor bei der Fußstellung am Nachdenken. Jetzt kommen viele Sachen halt miteinander. Anders als in den meisten Armeen der Welt marschiert die Garde auch ohne Waffe in der Hand. Die Arme schwingen frei und müssen richtig koordiniert werden. Der Ausbildungsleiter übt mit den Rekruten Salutieren. Grüßen gegenüber Vorgesetzten, das muss jeder im Schlaf beherrschen. Machen die Rekruten einen Fehler, wird nicht kritisiert, sondern erklärt. Für Thomas sind es trotzdem harte Tage. Disziplin von 6 Uhr morgens bis Mitternacht. Die Atmosphäre ist menschlicher, aber der Drill ist härter und man verlangt mehr von einem als im Schweizer Militär. Eine Truppe, die andere aufs Kreuz legt, dieses Bild will die Garde vermeiden. Und doch sind die Nahkampfübungen wichtig. Sich im Notfall wehren können, auch das lernen sie in der Rekrutenschule. Dieser Kurs soll Techniken vermitteln, die sehr leicht zu erlernen sind. Sie dienen dazu, jemanden, der angreift, nicht ernsthaft zu verletzen. Denn wir sind im Vatikan, also an einem Ort, an dem man keine Faustschläge oder Fußtritte austeilen kann.
non è che possano dare pugni e calci. Freundlich, aber wehrhaft, wenn es sein muss. In regelmäßigen Abständen üben die Gardisten den Gebrauch der Schusswaffe. Jeder besitzt seine eigene, eingeschlossen auf seinem Dienstposten. Die Schweizer Garde ist längst ein hochmodernes Sicherheitskorps. Doch wie schlagkräftig sie wirklich sind, darüber reden sie nicht gern. Die Garde hat alle Höhen und Tiefen des Kirchenstaats miterlebt. 1943 wird der Vatikan bombardiert. Schweizer Gardisten an den Bombentrichtern in den Vatikanischen Gärten. In Rom rollen deutsche Panzer. Vor dem Petersplatz patrouillieren Wehrmachtssoldaten. Die Schweizer Garde in Alarmbereitschaft. 13. Mai 1981. Schüsse hallen über den Petersplatz. Papst Johannes Paul II. Wird lebensgefährlich verletzt. Die Wächter des Papstes können das Attentat nicht verhindern. 1998 lenkt ein Mord die Blicke der Welt auf die Garde. Kommandant Alois Estermann und seine Frau werden von einem Unteroffizier erschossen. Anschließend richtet sich der Gardist selbst. Vatikansprecher Navarro Valls erklärt den Mord zur Tat eines psychisch labilen Gardisten. Bis heute wird über ein Eifersuchtsdrama spekuliert. Im Gardealltag spielt der Mordfall Estermann keine Rolle mehr. Kommandant Mäder pflegt einen kommunikativen Führungsstil und eine neue Diskussionskultur. Man ist kritischer. Das hat auch durchaus was Positives. Man bekommt mehr Feedback von der Truppe. Man lernt vielleicht auch als Kader mehr dabei, wenn eben Kritik kommt. Solange man empfänglich ist für Kritik natürlich. Thomas hat seine Eltern seit Monaten nicht gesehen. Begrüßung am römischen Flughafen. Zum ersten Mal hat der älteste der drei Söhne Weihnachten nicht zu Hause gefeiert. Das ist einer von dreien, der jetzt nun gefehlt hat. Das hat man an der Weihnachtsfeier gemerkt, natürlich, logischerweise. Aber Heimweh, eigentlich meine, er ist 21, ich muss ihn ja mal loslassen, nicht? Viel Zeit für seine Eltern bleibt Thomas nicht. Das Mittagessen in einer römischen Trattoria zwischen zwei Einsätzen. Mutters Mitbringsel, selbstgebackene Kekse. Aber trösten können sie Thomas nicht. Freundin Mirjam hat gerade Schluss gemacht. Es war ein guter Test auch, um zu zeigen, wenn es hält, dann hält es auch eine längere Zeit danach. Und ansonsten wäre es vielleicht etwas länger gegangen in der Vergangenheit, aber es wäre in der Zukunft wahrscheinlich auch einmal auseinandergebrochen, oder? Und so hat er sich jetzt auf einen Punkt fixiert und wir haben nicht bestanden, sozusagen, oder? Und von dem her ist das Beste, wenn es auseinander ist. Schließgang im Apostolischen Palast. Wenn es Nacht wird, müssen alle Türen im Kirchenstaat sicher verschlossen sein. Die Kontrolle ist erfahrenen Gardisten vorbehalten. Die ehrwürdige Sala Regia mit dem Eingang zur Sixtinischen Kapelle. Über Marmor und unter den Fresken berühmter Maler. Bei Nacht, so scheint es, gehören sie allein dem Schweizer Gardisten. Die neuen Uniformen müssen pünktlich fertig sein. Eti Ciccioni, der Schneider der Garde, soll sie morgen schon den Rekruten anpassen. Maßarbeit. Schließlich ist die Gala-Uniform die Visitenkarte. Die Materialien, die ich verwende, sind alles Naturfasern. Denn die Jungs verbringen sehr viel Zeit in ihren Uniformen. Um Allergien zu vermeiden, benutze ich reinste Wolle.
Schlange stehen für das Kleidungsstück, das sie erst zu richtigen Schweizer Gardisten macht. Nur noch wenige Handgriffe und die Gala-Uniformen sind passgenau. Ursprünglich soll sie Michelangelo entworfen haben. In ihrer jetzigen Form gibt es sie erst seit 100 Jahren. Nur wenige Tage hat Gardeschneider Etticcioni gebraucht, um die 10 Rekruten einzukleiden. Thomas darf seine Uniform als Erster abholen. Gürtel, Schwert und Barett. Seit 500 Jahren die Grundausstattung eines jeden Gardisten. Das ist schon ein besonderes Gefühl. Und ich denke, mit der Zeit werde ich mich sicher auch sehr wohl darin fühlen. Momentan ist es noch ein bisschen fremd, das Ganze. Aber wenn man es jeden Tag anhat, dann fühlt man sich sicher mit der Zeit wohl darin. Eine zweite Haut. Da hätte ich nie gedacht, dass ich einmal hier in dieser Uniform stehe. Als ich das erste Mal gesehen habe, als ich noch klein war und so. Speziell. Besuch der Kapelle im Gardequartier. Kaplan Jele will dafür sorgen, dass auch die Seele der Gardisten strahlt. Er vermittelt Grundwissen über Bibel und Kirche und soll die jungen Männer in ihrem Glauben stärken. Was alle mitbringen müssen und sollten, ist eine gewisse Offenheit, sich auf das einzulassen, was die Kirche sagt und was der Papst sagt. Und das ist dann meine Aufgabe, dass ich die jungen Leute einführe. Das heißt, dass ich ihnen zeige und aufzeige, dass das, was die Kirche und was der Papst sagt, sehr wohl möglich und nicht unvernünftig ist. Das deutsche Vita lockt an jeder Ecke. Wer? Flanieren auf Roms teuerster Einkaufsmeile. Bei 1.300 Euro Sold im Monat reicht es hier gerade mal zum Gucken. Wer? Manches in der Großstadt ist neu für die Jungs, die fast alle vom Land kommen. Die spanische Treppe, Pflicht für Rombesucher. Nur Touristen sind die jungen Schweizer eigentlich nicht, eher schon Wandelnde zwischen zwei Welten, der des Vatikan und der Metropole mit ihren Verlockungen. Imposant, groß. Ich vom Dorf, was sage ich, oder vom Lande. Ja. Ist natürlich schon eine andere Welt, oder? Man spürt schon, wie schneller die Zeit läuft hier. Oder man denkt, die Zeit läuft schneller hier. Auch die Tage sind eins, zwei, flupp, sind sie weg. Oder? Im Arbeitsalltag ist Thomas selbst Teil einer römischen Touristenattraktion. Heute hat er Dienst am Eingang zum Papstpalast, dem Herzstück des Vatikan, in unmittelbarer Nähe des Oberhaupts von 1 Milliarde Katholiken. Was Thomas noch bevorsteht, hat sein Kamerad Sandro hinter sich. 2 Stunden Schildwache. Der Körper, man spürt schon, es ist nicht sehr angenehm. Mit der Zeit schmerzt es in den Beinen, Schultern, Arme. Aber es ist unser Job. Man hat es gewusst und 2 Stunden gehen vorbei. Stunden, die zur Ewigkeit werden können. Draußen auf dem Petersplatz fährt der Papst vorbei. Es ist Mittwoch, wie immer Generalaudienz. Bei öffentlichen Auftritten weicht Elmar Mäder nie von der Seite des Papstes. Als Kommandant der Schweizer Garde gehört er zu den persönlichen Leibwächtern des Kirchenoberhaupts. Mit wachem Blick auf alles, was sich rund um das Papamobil abspielt. Es fällt ihm sofort auf, wenn jemand sich in der Menge anders verhält als der ganze Rest. Also einer, der ruhig da sitzt, während alle schreien, jubeln, der fällt sofort auf. Und das sind so Dinge, auf die man halt eben achtet. Für den Nahschutz des Papstes sind seine Leibwächter verantwortlich.
Männer in dunklen Anzügen. Einige sind Offiziere der Schweizer Garde, andere gehören zu Vigilanza, dem zweiten Sicherheitsdienst im Vatikan. Unterstützt von der italienischen Polizei. Ihren aufmerksamen Blicken entgeht nichts. Am Bronzetor ist alles ruhig. Wer den apostolischen Palast betreten will, wird streng kontrolliert. Erfahrene Gardisten kennen ihre Pappenheimer. Der kommt einfach und schaut immer auf einen Punkt. Und plötzlich rennt er. Und dann muss man ihn aufhalten, umdrehen, dann geht er wieder weg. Ja, der ist schon seit Jahren kommt er, aber man kennt ihn nicht. Es ist 12.25 Uhr. Eigentlich sollte Thomas schon zur Mittagszeit abgelöst werden. Heute hat er Pech. Seine Kameraden haben sich verspätet. Abgelöst! Was? Endlich. Thomas darf sich wieder bewegen. Viel Zeit zur Erholung bleibt ihm allerdings nicht. Der nächste Einsatz beginnt in 10 Minuten. Kurz entspannen, durchatmen. Wenn ich müde bin, geht es besser. Das Stehen. Dann falle ich wie in Trance. Dann stehe ich wirklich nur noch da. Oder es läuft viel, so wie heute. Dann geht die Zeit auch schnell vorbei. Über Zeit und Raum erhaben. Die Wandgemälde des Michelangelo in der Sixtinischen Kapelle. Majestätische Kulisse für den Jubiläumsgottesdienst der Schweizer Garde Ende Januar. Kardinalstaatssekretär Angelo Sodano, der Regierungschef des Vatikan, feiert die Messe. Mit den Gardisten und mit ihren Angehörigen. Danach Aufmarsch zum Höhepunkt des Jubiläumstages. Zum 500. Geburtstag nimmt die Garde Aufstellung auf dem Petersplatz. Unter den Augen des Papstes bilden zwei Geschwader die Ehrenformation. Die Gardekapelle spielt Märsche und die Vatikanhymne. Der Pontifex voll des Lobes für den selbstlosen Einsatz seiner Wächter. So wie wir die Schweizer Garde hier sehen, in ihrer ganzen Pracht, so ist sie damals gegründet worden. Ich danke euch für 500 Jahre treuen Dienst. Drill und Disziplin, auch am Ehrentag der Garde, nicht weniger zackig. Für ihren treuen Dienst bekommen sie heute eine Auszeichnung. Auf dem Ehrenhof der Kaserne wird jeder einzeln aufgerufen. Auch Thomas darf vortreten. Erzbischof Sandri, der Innenminister des Vatikan, überreicht ihm den Jubiläumsorden. Vor 3 Monaten hat für Thomas das Abenteuer Schweizer Garde begonnen. Jetzt endlich ist er wirklich ein Wächter des Papstes.